Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Hinweisen von Rerocks Plan. Ich würde mal sagen, gehen wir doch mal weiter. Habe ich hier schon eigentlich schon was gemacht? Mal sagen, ja, habe ich. Confringo. Aber jetzt kann ich das machen. So komme ich zur Truhe. Wohl auch nicht. Das waren noch nicht alle Pläne. Ich suche lieber weiter. Ach, das ist nur der Ausgang. Schon einen Ausgang gefunden. Und auch wieder ein paar Sachen verkaufen. So viel steht schon mal fest. Nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Definitiv. Und ich glaube direkt, dass gleich Gegner kommen werden. Am Summit? Wir müssen schnell hier raus. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ach, das ist mein Alter. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Ach, so komme ich zur Truhe. Aluhamoa Stufe 2. Ungünstig. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Kann ich mir vorstellen. Aber so schlimm war es doch gar nicht. Haben uns durchgemogelt. Darüber reden, was gerade passiert ist? Na, wollte ich ja eh gerade mit dir machen. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Lebt wohl. So, Lodgok, ich habe Informationen, die vielleicht für dich sehr interessant sein sollten.
Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lord Gok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Auftrag abgeschlossen, alles neu, Kobold oder Gang. So, ich würde jetzt aber mal sagen, bevor wir mit der nächsten Aufgabe weitermachen, gehe ich einmal zurück. Guck mal, fast eine Stufe aufsteht. Erstmal zurück zu Hogwarts. Wir haben eine neue Aufgabe. Raum der Wünsche. Ich habe hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. So, dann kann ich mal kurz eine Schnellreise machen. Nach Hogsmeade und dann verkaufe ich erstmal ein paar Sachen.
Bisschen aufräumen muss ja auch mal sein. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Das kann weg, das kann auch weg. Das ist genauso stark mit der Fahrtierlegung. Das kann auch weg. Auch weg. Ito. Ebenfalls. Auch. Au. Halten wir. Halten wir auch. Dann weg. Ein bisschen Platz in unserem Inventar. Ah, das war knapp. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich nicht dafür. Und dann haben wir in Hogwarts wieder was offen, ne? Hausbesuch der Wilderer. Ich sollte mit Poppy sprechen, herausfinden, warum sie so plötzlich verschwunden ist, nachdem wir das Drachenei zurückgebracht haben. Machen wir auch direkt. Immer, wir laufen dahin. So weit ist der Weg jetzt nun auch nicht. Oh, das war knapp. Revelio. Und nebenbei kann man ja ein paar neue Zutaten sammeln. Glück, dir geht's gut. Ja, zum Glück auch. Ich hole mir kurz nur kurz hier die paar Flurfliegen. Und dann reden wir mal mit dir. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was ist ein Schnatzer? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Oh. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Steht im Tagebuch, wo die Schnatzer sind? Das wäre blöd. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Irgendetwas sagt mir, dass du dieses Tierwesen finden willst.
Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Reden wir mit den Zentauren. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Mach das. So, dann können wir jetzt die nächste Aufgabe machen. Im Schatten der Mine. Sebastian wartet in der Nähe des Eingangs zur Aussichtspunktmine im Nordosten von Upper Hogsfield. Hier hätte ich auch meine Sachen verkaufen können. Hätte ich ja vorher nicht wissen können. Ne? Kann ich hier vielleicht fliegen? Ah, wunderschön. Dann warten wir doch mal. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Du sowieso. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Unentdeckt bleiben, hast du gehört, Sebastian? Unentdeckt. Na, auf mich wird uns ein bisschen jetzt nicht in den Rücken, indem wir seine Alleingänge planen. Geh du voran. Okay, das Licht ist schon leicht unheimlich. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Petrificus Totalus! Hallo? Einen Moment. Diese deine Zauber prallen an mir ab. Na ja. Levioso. Oh, der hat mich ja komplett erwischt. Ich brauche einen besseren Lebensbalken. Das stimmt, apropos Ausrüstung.
Wer war hier was? Haben wir hier was Besseres? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auszulassen. Im Jahr. Dann doch eher meinen ganz normalen Schulumhang. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Da vorne sind sie. Geh du voran. Alle gute Dinge sind drei. Niemand, das ist erst Versuch 2. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger meinen das ernst. Crucio. Ist hier noch irgendwas umgegen? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hallo? Ist hier die ein lästiger Mensch, Crucio. Wunderschön. Habe ich das verdient? Uhr. Kann ich jetzt wieder eine Ausrüstung wechseln? Kann ich nicht, weil ich noch nicht Level 31 bin. Aber dieser ein Punkt. Offensive, ne? Immer hier weiter. Wir haben schon 23 Minuten. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, definitiv. In der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Ihnen Besseres, als hier Wache zu halten. Ja, da, du hast mich nicht gesehen. Unverzeihlicher!
Ich würde sagen, der passt sich da der Band rum. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Ding, ding, ding. Das war relativ spaßig. Relativ, ja. Hier ist nichts. Doch, hier ist noch eine Truhe. Aber hey, wir haben bald wieder viele Menge Powertränke. So, ist noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Ah, da ist noch ein Powertrank. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, nicht schon wieder Spinnen. Alles du nicht wieder Spinnen. Revelio. Ach, Sebastian, wo hast du mich wieder hingeleitet? Ach Gott, alles nur nicht Spinnen. Oh boy. Dann weiß ich ja, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dahin, tüdelü.